Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Der ZSC kann es doch noch. Nach 3 Niederlagen gegen Davos kommt er im 4. Spiel zu einem verdienten Sieg vor 10.530 Zuschauern und schlägt Bündner mit 2-2. Ein Match mit Herzblut und Engagement. Davos geht durch den Lindgren in Führung, in Überzahl. Dann der Ausgleich durch den Moritz-Dachtler zum 1-2. Hin und her ist es gegangen. Einmal Vorteil für Davos, dann wieder Vorteil für den ZSC. Steht Spannung im Spiel von begeisterten Zuschauern. Und im letzten Drittel ist es dann gelungen. Der Moritz Trachtler mit seinem 2. Goal bringt den ZSC auf Siegerstrasse. Und der ZSC hat den Vorsprung über die Distanz gebracht. Und wenn es herrlich ist, nochmals Resultat. ZSC 2, Davos 1. Moritz Trachtler, heute 2 Goal geschossen. Sonst bist du eigentlich einer der, der nach hinten absichert. Hast du heute eine neue Qualität entdeckt? Das sieht ganz so aus. Nein, ich bin auch zweimal wirklich pfannenfertig serviert worden von meinen Mitspielern. Und ja, jetzt sind sie unter und es ist gut gewesen. Ich glaube, heute, eben gerade so in so einem Spiel wie gegen Davos, ist nicht so wichtig, wer Goal schiesst, einfach, dass man Goal schiesst. Und man hat gewusst, es wird ein harter Kampf, über 60 Minuten. Und es ist auch so geworden. Und umso besser, dass wir jetzt mal gewonnen haben gegen Davos diese Saison. Dreimal gegen Davos verloren, immer nur mit einem Goal-Differenz. Heute mit einem Goal-Differenz gewonnen, ganz ein anderes Gefühl natürlich. Ja, ganz klar. Wir haben gewusst, in den bisherigen Spielen gegen Davos war es immer eng. Und sie spielen sehr diszipliniert hinein, immer 3 Mann und schalten blitzschnell um, haben wir die Offensive. Und ich glaube, wir haben gewusst, wir dürfen uns nicht grosse Fehler erlauben gegen die gefährliche Mannschaft. Und ja, die Geduld hat sich, glaube ich, ein bisschen ausgezahlt, schlussendlich über die 60 Minuten. Aber wie du sagst, das Angstspiel. Ja. Mir ist auch aufgefallen, jede Equipe hat Phasen gehabt mit Stechen. Einmal Davos, dann wieder der ZSC. Von dem her ausgeglichen die Partie. Ja, ich würde sagen, ich glaube, wir sind nicht ganz zufrieden mit unseren ersten 40 Minuten. Wir haben zum Teil ein bisschen zu kompliziert, aber es stimmt so, wie du sagst, zum Teil haben sie Druckphasen gehabt und nachher wir wieder. Und es ist immer sie und her. Und ich glaube, beide Mannschaften respektieren sich ziemlich fest. Beide Mannschaften haben sicher Ambitionen diese Saison. Und darum, ja eben, es schlägt sich ein Resultat, ein Spiel und ja, zum Glück haben wir jetzt gewonnen. Ja. Knappes Resultat, wenig Goal, nicht zuletzt darum, weil beide Keeper sehr stark sind. Ja, natürlich. Beide Goalies, zwei gute Goalies. Ich glaube auch die beide Defensivabteilungen, eben ist, in beiden Mannschaften wird das auch gross geschrieben, also der Stolz oder gute Verteidigung zu haben. Und ja, es sind immer knappe Spiele. Das war Moritz Trachtler, heute der zweifache Torschütz zum 2-1. Melvin Liefeler, heute kein Shutout, ein Goal bekommen, dafür ein Sieg. Ich glaube, das ist noch wichtiger für einen Goalie. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Wichtigste ist da gewesen, dass wir 3 Punkte holen, oder? Und das haben wir geschafft und das freut mich natürlich sehr. Du bist natürlich von Anfang an schnell wieder geprüft worden. Hast ja heute keine Nervosität verraten lassen. Ja gut, Nervosität ist schon da, aber ich probiere halt nicht alles preiszugeben, oder? Ich meine, es ist auch wichtig für die Mannschaft, dass sie das nicht merken und ich glaube, heute hat es wieder mal geklappt. In der Pause habe ich den Zulu getroffen. Du erinnerst dich natürlich noch an ihn. Er war auch begeistert von dir. Und ich muss sagen, du erinnerst mich ein bisschen an ihn. Stoische Ruhe. Und selbst wenn du ein Goal bekommst, macht dich überhaupt nicht nervös. Du bleibst weiter. Ist er eine Art auch für dich ein Vorbild gewesen? Ja, man muss sagen, der Zulu war das grösste Vorbild für mich, seit ich klein bin. Ich habe schon mit 4, 5 das erste Libri von ihm gekauft oder bekommen. Und ich hatte die Ehre, ihn kennenzulernen, letztes Jahr in der U20 Nazi. Und ich konnte natürlich viel von ihm lernen. Und es ist grossartig, haben wir so jemanden wie ihn in der Schweiz gehabt. So viele tolle Spiele gemacht. Aber gleich könnte es sein, dass der Flüeler wieder ins Team zurückkommt. Ärgert das einen jungen Goalie? Sagt, ich hätte doch jetzt verdient, noch länger können im Goal sein. Nein, ich denke, der Lucky, ich meine, der Lucky ist da als Nummer 1, das ist allen klar. Die Mannschaft braucht den Lucky auch. Ich meine, es macht einen Unterschied zwischen einem jungen Goalie und zwischen einem Goalie, der ein NHL-Format hat. Und das hat der Lucky einfach. Und das merkt auch die Mannschaft, dass wenn er hinein steht, dass sie offensiv viel mehr gehen können. Und ich hoffe, er ist jetzt wieder fit und dass er, klar, dass er wieder spielen kann. Weil eben, die Mannschaft ist einfach angewiesen auf ihn. Das sind sie,
Melin Nipfeler nicht nur ein guter Goalie, auch ein sympathischer junger Mann. 14 Jahre war er in Zürich, immer im Goal. Sein Fanion hängt heute noch im Hallenstadion, wenn man nicht durchschaut, mit der Nummer 31, Sulander. Ari Sulander für Insider, der Sulo. Sulo, zurück im Hallenstadion, aber nicht mehr im Tor. Ja, sicher, das war ein bisschen eine andere Situation für mich, aber das freut mich. Immerhin, wir freuen uns immer, was du in Zürich machst. Was war der Grund deines Besuches? Der Grund war, ich muss gerne einen Dentist, so wieder, weil das, ich habe etwas muss machen hier und sicher, ich möchte auch schauen an Zürich-Spiel und sehen viele Freunde hier. Du hast ja aufmerksam das Spiel verfolgt. Du hast einen jungen Torhüter gesehen, starker Mann. Ja, sicher, ich habe schon gesehen, Melvin in U20 mit der Zürich Nationalmannschaft und ich kenne schon immer ein bisschen und er hat viele, viele Talente und jetzt werden wir schauen, die Zukunft ist ganz gut. Erinnert mich etwas an dich, Sulo. Du warst auch immer ruhig, auch wenn du mal ein Tor bekommen hast, immer ruhig geblieben. Er wirkt auch für junge Torhüter ganz jung und immer konzentriert. Ja, das ist der. Alle Goal ist anders und wie Melvin spielt jetzt, ist das nur freut mich, weil sicher jeder Goal hat etwas. Etwas besser machen und aber und jetzt es wird super und für die Zukunft es ist alles ist offen, so wir sehen, wie es geht. Guter Tipp vom Sulo für den neuen Goalie und dankeschön vielmals, Sulo. Gute Heimkehr nach Finnland und Gruß in Suomi.